Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute, ihr habt einen Grashalm im Auge. So, so, jetzt aber. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute soll es mal ein bisschen drum gehen, um dieses Teil. Ja, das ist ein Schätzrahmen, wo man die Volksstärke beurteilen kann. Ich habe ja diesen, ist ja gerade so ein bisschen Thema dieses Kanals, diesen Vergleich mit Buckfast und Carnica. Und da schaue ich mir auch immer wieder Völker an, für mich persönlich mit diesem Schätzrahmen. Denn das Ganze mache ich relativ grob, weil es muss für mich ja nicht, ich muss ja nicht wissen, es sind 30.185 Bienen, sondern ich muss halt für mich einfach ein Verhältnis finden, das Volk ist stärker wie das andere. Oder um wie viel Prozent grob das stärker ist wie das andere. Und deshalb ist es nicht wissenschaftlich, deshalb ist es ja auch ein grob zusammengezimmerter Schätzrahmen. Altes Rähmchen, nicht mehr ganz im Winkel, mit Ballenschnur, ein Achtel aufgeteilt. Ganz simpel ist so die bewährteste Methode eigentlich, um Bienenvölker zu beurteilen in der Volksstärke. Man kann da im Prinzip alles Mögliche erfassen. Ne? Bienen auf der Wabe, offene Brut, verdeckelte Brut, Drohnen. Also man kann sich da austoben bis zum Nichtmehr. Bei mir geht es jetzt nur, oder mich interessiert jetzt nur, weil ich ja auch die Zeit nicht habe und auch die Nerven nicht habe, interessiert mich eigentlich nur die Anzahl der Bienen. Ne? Weil in meinem Fall ist es ja jetzt so, wenn die Brutstärke sich ändert, dann sehe ich das ja im Prinzip 3 Wochen später auch an der Anzahl der Bienen. Letztendlich lebe ich ja vom Honigertrag und das sind so diese Punkte. Naja, weil ich die Logik, die ich mir zugrunde lege, ist einfach so: stärkere Völker, vielleicht gesünder, vielleicht resistenter gegen äußere Faktoren. Natürlich auch ein bisschen empfindlicher, weil verbrauchen mehr Futter und so. Und leben tue ich ja im Prinzip vom, oder leben wir im Prinzip vom Honigertrag. Und deshalb interessiert mich einfach dieses Verhältnis. Man sagt ja prinzipiell, die Buckfast-Bienenvölker sind stärker als die Carnica-Bienenvölker. Und das ist eigentlich so diese grundlegende Voraussetzung, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige. Ich mache das regelmäßig. Ich mache das regelmäßig an Völkern mittlerweile, die ich mir rausselektiert habe. Da liegt dann auch wieder zugrunde, dass sie im Prinzip ungefähr die gleiche Honigleistung, wenn nicht gar die gleiche Honigleistung aufs Kilo genau, in der Frühtracht hatten. Das ist einfach der Punkt, wo mich interessiert, weil da habe ich dann eben dieses Verhältnis Volksstärke zu Honigertrag und das ist aus meiner Sicht ja relativ spannend, weil was bringen wir stärkere, starke Völker, also ganz provokant mal gesagt, bis auf Gesundheitsfaktoren, vielleicht Bienenvermehrung, Füllung von Begattungskästen, was bringen mir stärkere Völker, die mehr Futter verbrauchen, wenn ich nicht letztendlich auch mehr damit herausbekomme. Ja. Klar macht es Imker mit stärkeren Völkern vielleicht mehr Spaß, weiß ich nicht. Das sei jedem selber überlassen. Wir schauen uns jetzt zusammen das mal exemplarisch an dem Bienenvolk an. Da muss man sagen, es ist eine Schätzmethode. Ne? Jeder von euch wird vielleicht auf ein anderes Ergebnis kommen. Ich zähle auch nur die Achtel, also ich gehe nicht auf die Anzahl der Bienen ein. Prinzipiell kann man ja sagen, da dann die Bienenwabe eine Seite mit Bienen besetzt sind, ungefähr 1400 Bienen. Ne? Und ich schaue mir das in Achteln einfach an, merke mir das, schreibe mir das auf und irgendwann, wenn ich mal mehr Zeit und habe, werden wir mal eine Zusammenfassung machen am Ende der Saison oder auch erst im Herbst, müssen wir mal schauen und mal so ein paar Daten einfach zusammen vergleichen. Also ihr seht, dranbleiben, ein Abo zu nehmen, einen Daumen nach oben zu machen, lohnt sich auf jeden Fall. Also, lasst uns beginnen. Ja, rauche ich mal wieder provisorisch, ne? Typischerweise. Ich meine, der Punkt ist ja immer ein bisschen Honigraum runterstapeln. Also, man muss prinzipiell sagen, schlauerweise oder wo seid ihr? Oder richtigerweise macht man es ja bei kalten Temperaturen. Naja, wenn die Bienen nicht fliegen, rein theoretisch muss man auch die Bienen im Honigraum mit erfassen. Ja,
dass man hier richtig ist. Aber wie gesagt, das ist keine wissenschaftliche Abwandlung. Die Völker, die ich miteinander vergleiche, sind augenscheinlich im Honigraum sehr ähnlich, haben den gleichen Honigertrag. Das setze ich mal voraus, dass einfach ungefähr die gleichen Bienen sich im Honigraum befinden und die gleiche Anzahl an Bienenvölker fliegen. Ich versuche das ja auch immer zeitnah zur gleichen Tageszeit zack hintereinander zu machen. Und wie gesagt, es kommt mir nicht an, also ich will keine Unterschiede rausarbeiten, ob da jetzt 1000 Bienen mehr drin sind oder nicht. Also das interessiert mich nicht, sondern ich will einfach erkennen, ob es krasse Unterschiede gibt. Und deshalb habe ich diese Arbeit praktisch so in meine täglichen Arbeiten integriert. Fahre da auch nicht extra zum Bienenstand, die Zeit habe ich einfach momentan nicht. Und deshalb muss man halt nachsehen, dass das hier keine wissenschaftliche Untersuchung an der Uni ist, sondern einfach aus der Hüfte in der Praxis. Und wir schauen, was wir damit für den Ergebnissen anfangen können. Hier haben wir prinzipiell auch wieder zwei Honigräume mit Bienen besetzt und auch schon ganz schön voll. Mal wieder. Was ja prinzipiell schön ist. So, augenscheinlich sind wir jetzt hier beim Volk. Da haben wir 3, 6, 9 Waben in der Dann besetzt. Ja. Jetzt fangen wir einfach mit der ersten Wabe an. Ja, ziehen die raus. Und dann, jetzt habe ich nichts zum Unterlegen, seht ihr das so? Dann lege ich mir einfach hier so diesen Schätzrahmen auf und dann schiebe ich mir die Bienen zusammen. Also ich muss das jetzt mal für euch ein bisschen hier anders schieben. Also dann schiebe ich mir die zusammen, dann sage ich hier, die passen da unten rein, also 1/8, 2/8 oben und vielleicht 2/8 unten. Die andere Seite sieht genau gleich aus, also haben wir hier schon mal einfach 4/8. Jetzt muss ich das hier, weil die Dadant-Wabenrähmchen hier so voll sind, in dem Fall einfach auch machen, dass ich die Wabe außen abstelle. Hier sage ich jetzt mal, also ich tue im Prinzip das immer gleich machen, auflegen, zusammenschieben. 1, 2, 3, hier würde ich sagen, also wie gesagt, viele von euch werden ein anderes Ergebnis haben. Wichtig ist halt, dass man es immer gleich macht, in seiner Logik. Jetzt habe ich zu viel geschwätzt. Also 1, 2, 3, 4, 5, würde ich da sagen. Ja, und so mache ich im Prinzip einfach das ganze Bienenvolk durch. Das mache ich jetzt im Schnelldurchgang. Dabei schaue ich mir natürlich auch gleich an, ob wir hier überall offene Brut haben. Wir sehen Drohnen, wir sehen überall offene Brut, verdeckelte Brut. Normal würde ich jetzt in diesem Moment das so ein Bienenvolk nicht mehr so schnell anschauen, weil Schwarmtrieb ist bei uns absolut, denke ich mal, vorbei. Es gibt noch ganz, ganz wenige Völker, wo alte Königinnen drin sind, die habe ich mir aber markiert, die schaue ich mir schon noch mal an. Aber sonst sind wir hier im Prinzip durch. Das Video kommt jetzt wahrscheinlich, weil ich gerade so viel Material habe, ein bisschen später. Also wir haben es jetzt Anfang Juni, kann man dazu sagen. Also ich schaue mir das jetzt einfach an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also ich denke, ich konnte euch das ein bisschen zeigen, wie ich da vorgehe. Wie gesagt, für eine wissenschaftliche Arbeit oder in meiner Meisterarbeit habe ich mich damals ja auch sehr viel damit beschäftigt. Da war ja das Thema Varroa-Bekämpfung oder Behandlung. Und da war natürlich ein Punkt, ja auch die Entwicklung oder die Auswirkung auf die Volksstärke. Da habe ich dieses Rähmchen zu Genüge in der Hand gehabt. Das waren ja 3x10 Bienenvölker, die... das müsste ich lügen, aber da habe ich schon viel Populationsschätzung gemacht, auch mit offener Brut, mit verdeckelter Brut. Also wie gesagt, diesen Anspruch habe ich jetzt nicht mehr, das wissenschaftlich zu machen. Ich will einfach rausarbeiten, ob es einen gravierenden Unterschied gibt in der Volksstärke.
ergänzen natürlich mit dem Faktor, gibt es einen gravierenden Unterschied in der Honig. Honig hilft mir im Honigertrag. Und dann letztendlich das Thema Schwarmtrieb, wobei ich da ja gesagt habe, da sind 16 Bienenvölker jetzt vielleicht nicht ganz so repräsentativ. Und das Thema Überwinterung und damit einhergehen natürlich auch Varroa. Das sind so ein bisschen die Punkte, die ich für mich aufschreibe. Das Ergebnis von so einer Schätzkontrolle fasse ich für euch alles am Schluss mal zusammen. Das macht jetzt keinen Sinn, hier so irgendwelche geschätzten und grob ermittelten Zahlen über den Daumen zu brechen und eine Diskussion anzuregen, ob das jetzt 3/8 waren oder 5/8 auf der Wabe. Das ist für mich einfach, ich stelle euch dann gerne das Ergebnis vor, wenn es da gravierende Unterschiede gibt. Bisher muss ich sagen, es gibt schon ein bisschen eine Tendenz in der Volksstärke, aber im Honigertrag eigentlich bisher noch nicht so wirklich. Aber wir lassen uns das einfach mal auf uns zukommen. Ich wünsche euch bei euch viel Erfolg, tollen Waldhonig. Ja, ihr habt es ja gesehen bei Instagram, bei uns gibt es einige Läuse. Und ja, nach der Frühtracht kann das echt auch eigentlich noch ein ganz cooles Jahr werden. Ich war jetzt praktisch davor schon bei den Bienenvölkern, bei der Karnika, bei den Vergleichsvölkern. Die stehen ja praktisch auch hier ums Eck, also Luftlinie, weiß ich nicht, 300 Meter weg, dass ich halt auch die gleichen Standorte, die gleiche Zeit habe. Und da war es mit dem Filmen ein bisschen schwierig, weil eine Baustelle da war, die viel Krach gemacht hat. Aber ich schmeiße euch ein paar Bilder noch rein hier von dem Stand. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welches Bienenvolk oder welche Bienenart die stärkeren Völker hat. Und vor allem würde mich auch interessieren, ob ihr der Meinung seid, dass Backfastvölker Honig, also ihnen wird ja nachgesagt, dass sie einen höheren Honigertrag zum Teil haben, ob das wirklich auch eure Erfahrung oder eure Einschätzung ist. Ja, also da bin ich dankbar um ein paar Meinungen. So, stellen wir mal die Honigräume auf die Seite. Oh, auch schon wieder ganz schön Gewicht drin. Heute sind sie mir nicht so wohl gesonnen. Ha. Aber wir werden das schon hinkriegen. Also für eine wissenschaftliche Arbeit fehlt einfach, dass wir das Ganze früh morgens machen. Dann hätten wir die Flugbienen auch dabei oder bei Schlechtwetter. Aber jetzt kann man ja bei Schlechtwetter schlecht filmen. Und ich will das euch ja im Wesentlichen zeigen. Jetzt legt man hier einfach, seht ihr das? Ich komme ein bisschen rüber. Und da muss man ein bisschen Kopfarbeit machen. Da muss man sagen, okay, schiebt man die Bienen alle zusammen, wie viel volle Achtel gibt es. Ne? Und da haben wir da unten die 2, die 3 geben 2. Die 3 unteren geben einfach 2, würde ich mal sagen. Und oben haben wir auch nochmal 2. Das kann ja jeder ein bisschen anders handhaben, wie er will. Wichtig ist ja immer nur, dass man es gleich macht. Ja. Und das ist jetzt alles mit der Kamera. Ne? Ich mache das ja eigentlich immer so aufgestellt hier. Wichtig ist ja immer nur, dass man es gleich macht. Hier würde ich auch sagen, nehmen wir die dazu hier, dann haben wir 1. Und oben sind wir großzügig, nehmen wir 2/8. Ne? Und so zähle ich mir einfach die Achtel zusammen. Und dann komme ich letztendlich, komme ich ja dann auf ein Ergebnis an wie viel vollen Achtel Bienen ich habe. Ja, und so gehe ich einfach das ganze Bienenvolk durch
Ich denke, das würde eure Geduld jetzt ein bisschen arg strapazieren, wenn man mir dabei jedem Schritt zuschaut. Und genau. Ja, ihr habt es jetzt gesehen, das Bienenvolk war nicht die Ruhe selbst. Ich war nicht die Ruhe selbst, weil der Punkt ist folgender. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, gerade dieses Video zu machen. Ja. Ich muss noch wirklich ein paar Sachen zu machen. Aber ich bin jetzt halt nur mal hier an diesem Bienenstand und habe nicht die Zeit, hier nochmal herzufahren. Habe ich gedacht, das quetsche ich noch irgendwo rein. Ihr seht es gleich, wenn man nicht in der Ruhe hat, das ist, was ich auch immer sage, wenn du eigentlich weißt, du solltest schon eine halbe Stunde weiter sein, dann gibt es auch Bienenstiche. Das ging jetzt hier relativ gut, aber es war ein bisschen ein Gemurks. Hier neben dran ist auch noch eine Baustelle, die Rambazamba macht, die das Ganze auch nicht unterstützt. Der Boden ab und zu mal wackelt. Deshalb ein bisschen ein improvisiertes Video, ein bisschen eine Schätzung. Ja, ihr habt es gesehen, bei dem Backfast haben wir das ein bisschen mehr Zeit genommen, hatten ein bisschen mehr Ruhe, keine Baustelle, kein Zeitdruck. Und dann hat das alles gleich viel entspannter gepasst. Vergleichbar von der Friedfertigkeit sind sie beide, aber ihr habt hier einfach gesehen, was es für einen Unterschied macht, ob man selber die Ruhe hat oder nicht. Ja, das soll es soweit mal gewesen sein. Und dann wünsche ich euch jetzt wirklich alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.